Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nioh 2. Wir sind hier immer noch bei der Nebenmission, weil wir letztes Mal gescheitert sind. Wahrscheinlich kurz vorm Endboss dieser kleinen Nebenmission. Was natürlich ein bisschen doof ist, ne? Jetzt ist halt die Frage, beziehungsweise das Ziel, wieder dorthin zu kommen, ohne drauf zu gehen. Ja. Ist nicht einfach, aber muss jetzt halt so funktionieren. So einfach ist es. Wir gehen noch kurz auf den Buzzer, nehmen ein paar Pfeilchen mit. Und dann würde ich sagen, nehmen wir jemanden mit hier. Stufe 89, let's go. So, dele. Ja. Töten wir ihn zuerst. Hello! Machen die einfach hier eine Mauer aus, Menschen. Ah, ja. So, dich töten wir noch schnell. Ach komm, zack. Und hopp. Hätten wir das erledigt. Dann möchte ich kurz gegen dieses blutige Grab kämpfen. Vielleicht können wir ja die beiden Ochoko-Becher, die wir für den Kollegen hier ausgegeben haben, direkt wieder reinholen. Zwei Finisher nacheinander. Es ist nur ein Ochoko-Becher. Alrighty. So, da ist der nächste. Beziehungsweise da sind zwei. Aber das ist nicht weiter schlimm. Da meine Kumpanin erledigt den anderen. Oder auch nicht. Muss ich das halt machen. No problem, was ist eigentlich hier oben? Ah ja, da ist auch noch einer, stimmt. Und hopp, und da ist der Kopf weg. Egal, wo man die Gegner trifft, die Köpfe, die rollen. Ja, why not? So, das können wir noch, auch noch schnell machen. Mein Ben's schon auf dem Weg. LOL. Okay. Das kam jetzt eher unerwartet. Oh, direkt mal ein Elixierchen nehmen. Was war das denn für ein Konter? Holy fuck. So, hier kann ich alles schnell antippen, damit sich mir alles neu angezeigt wird, weil das ist eh alles unbrauchbar. Und... Oh, wo bin ich schon wieder durch? Hier, oder? Hier der Weg? Nee, nicht, ich kam nicht von hier letztes Mal. Aber die Musik kommt wieder. Also da ist schon mal ein Skelettkriegerchen. Den können wir eigentlich pulverisieren. Die Spinne auch gleich. Wenn sie denn möchte. Oh, what? Der Skelettkrieger war noch nicht tot. Nein, mein ganzes Amriter. Och nö. Och, ist das behindert. Jetzt ist ungefähr 100.000 am Rita weg oder so. Ach man. Naja. Wow. Ach, leck mich doch am Arsch, du. Warte mal, wo steht denn der andere Kollege? Oh. Kein Bock, dass da der mit der Pistole auf mich draufballert. Fühle ich gar nicht. So, weiter geht's. Der nächste bitte. Und wir gehen jetzt trotzdem wieder links. Ach, gib ihm, komm. Wow, Glück gehabt, dass ich gerade in den Finisher-Move rein bin. Sonst hätte mich das Handrohr ziemlich sicher getroffen. Ich mach zuerst ihn hier fertig. Weil der ist mit drei Schlägen kaputt. Und der andere ist runtergesprungen. Das ist auch gut. So, und zwei auf einen Streich. So. Hier bin ich das letzte Mal durch. Warum bin ich nicht einfach wieder hier durchgelaufen?
Da ist ja noch der Stinkepeter. Komm her. Zack. Ich gebe dir keine Chance zum Furzen. Nee, 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 nee. Die Chance gebe ich dir nicht. Vergiss den. So, den bekämpfen wir schnell. Let's go. Und hopp. Ey! Nee, du nimmst hier keinen Elixier oder was auch immer du jetzt gerade nehmen willst. So. Soll ich ein Elixier nehmen? Ja, komm. Warum nicht? Bin erschrocken. Sage mal. Wo ist er hier? Ey! Was ist denn jetzt hier wieder? Wieder so ein kleiner Schleckibus. Und der wird zu einem einäugigen Oni. So, schön ins Auge rein. 1, 2, 3. Und weg ist er. So, schade, gibt's kein Elixier. Ja. Na dann. Hier drin ist niemand, ne? Aber hier. Nee, auch nicht. Ja, dann können wir kurz hier das Grab töten, ne? Das Blutige. Machen wir das kurz. Schadet ja nicht. Ja, direkt mal einen Finisher zum Anfang können wir auch machen. So, komm. Zack. Und weg ist er. Ein und Schokobärchen. Kurz das Mikrofon besser richten. So, Entschuldigung. Ja. Hey, Lady. Ups. Ey! Die kriegt irgendwie keinen Damage, ha? Huh? Oh, da kann ich einen Finisher machen. Oh! Das hat, glaube ich, wehgetan, ne? Nee, du schreist mir hier nicht. Komm. Ich hab mich nicht einmal getroffen, die kleine Bitch. So, neues Handrohr. Oh, einiges neues hat's gegeben. So. Ah, nee. War doch nix, Fehlalarm. Das Handrohr ist auch nix. So, jetzt gehen wir nach unten. Lol, da wäre ein Schrein gewesen letztes Mal. Ah, ja. Hier ist ein Schrein. GG. G fucking G. Tja. Ganzes Amrita eigentlich für nix verloren. Dafür, dass ich den Schrein nicht gesehen habe letztes Mal. Dafür habe ich jetzt 100.000 Amrita oder so verloren. Ist, ja, geil. Ja, doch. Wirklich sehr, sehr geil. So, hier gibt's doch Salz. Wunderbar. Das kann man, immer brauchen, Kappa. Ja. So. Blöder Wichser. Komm her. Ups. So, jetzt ist aber endgültig tot. Jetzt kommt die Spinne dran. Ja, ist ja kein Problem. Warum bin ich denn hier vorhin gestorben? Wie habe ich das geschafft? How? How, how, how? Ja, heiliges Wasser, sensationell. So, Spinne, komm her. So, eine Kombo und das Ding ist weg. Da ist noch ein Yokai. Da holen wir uns halt schnell Hilfe. Oh, damn. Eine noch größere Spinne. Ja, geil. Piss dich, du blödes Vieh. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Holy shit.
Komm, gib ihr. Alter, das war jetzt gerade ein richtig unangenehmes Dingens. Zwei Elixiere, wunderbar, die Truhe. Puh. Geisterstein, ja, super, schön, toll. Was macht hier so Geräusche? Bisschen creepy, ne? Die Geräusche. Naja, was willst du machen? So ist das Spiel halt. Kann man nicht ändern. So, zeig mal her. Was ich wieder alles freigeschaltet habe. Nichts, was mich interessiert. Nee. 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 Aber einen neuen Titel habe ich. Ruf nicht, aber halt einen Titel. Kurz, sag mal her. Was habe ich? Ninken-Töter. Eine bestimmte Menge an Sieg über Ninken-Yokai. 10 Stück. Was auch immer das ist. Das war alles. Okay. Ninken. Das sind wahrscheinlich da die schreienden Weiber, oder? Denke ich jetzt mal. So, dann gehen wir halt nochmal an den Schrein. Beten kurz. Auch wenn wir nicht dran glauben, zumindest ich nicht, dass das was nützt. So. Andere Munition wieder zurückbekommen. Auch schön. Und dann, gehen wir da wieder rein in die gute Stube. Vielleicht können wir das lautlos machen. Und ihr von hinten eine reinschieben. Hehehe. Gut, das hat gar keinen Damage gemacht. Hör auf zu schreien! Ich hab gesagt, hör auf zu schreien! Und hör auf mich zu schlagen! Das ist noch viel schlimmer! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Uralte Damenmaske-Text, okay. Naja, ich mache jetzt mal die Blitze rein und dann würde ich sagen, let's go. Oh shit. Stimmt, die haben mich ja letztes Mal gekillt hier, die Diebe. Hey, 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 hey. Hehe. Ja, macht doch den Finisher, ja, das ist gut. Ich dachte, ihr wären Yokai drin, aber habe ich mich vertan ein bisschen. Weißt du was? Hier. Zack. Tot ist er. Du auch. Ja, Mission abgeschlossen. Da hätten wir im letzten Part die Mission abschließen können, aber nein. Ich musste ja noch 100.000 am Rita zuerst verlieren. War angemessener. So, gegen die kann ich nicht mehr kämpfen, ne? Oh, ja, ich will halt gucken, ob es noch Items hat. Man weiß ja nie. You never know, you never know. Du findest es nur raus, wenn du es ausprobierst. Hier ist nichts. Oh, da ist noch eine Truhe. Ich hoffe, da ist was drin. Ja, da ist was drin. Wunderbar. Geisterstein, Handrohr. Ja. Das ist unbedingt was Spezielles gewesen. Aber ist okay. Rechtschaffenen Jaspis noch und dann beenden wir die Mission. Und wahrscheinlich auch den Part, auch wenn er jetzt nicht so lange geht. Aber können wir in der nächsten Folge eine neue Nebenmission starten. Ist doch auch cool, oder? Ist doch auch Julio. So, komm, lad. Lad schneller! So. Hä? Es waren die Saika? Unglaublich, sich als Banditen auszugeben, um uns Steine in den Weg zu legen. Man weiß wirklich nie, wozu sie fähig sind. Nun denn, ich möchte dir diese Waffe geben. Das ist das Mindeste, was du für deine Mühen erhalten solltest. Aber ich kriege ja gar keine Waffe. Donnergeschütz, Munition und Rüstung. Ich bekomme. Aber keine Waffe. Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Der will mich komplett hochnehmen.
Damas Handrohr? Nee, das überzeugt mich nicht. Sternschneider. Ha. Es macht schon extrem viel mehr Damage als das Kusarigama. Das Tokagemaru. Ja, komm, rüsten wir aus. Dann gehen wir kurz in die Hütte. Lieferung überprüfen. Schon wieder einem geholfen. Da geht der richtig schnell. Das geht ratzfatz hier. Charakterverzeichnis. Ist bei mir was Neues? Nee. Bei wem ist denn hier was Neues? Shimotsuma Rairen? Wer ist das? Der Priester. Aha. Ah, es ist der da mit dem Vogel und der Pistole. Okay. Ja. Tsugahara Bokuden. Super. Dann die Yokai-Illustrationen. Gibt's hier was Neues? Wenn ja, was? Tesso. Hab genug Tessos getötet und das ist die Ubume? Die Ubume war einst eine trauernde Mutter, die den Tod ihres Neugeborenen nicht ertragen konnte. Sie klammert sich an Geistersteine und glaubt, diese wären ihr verlorenes Baby. Werden ihr die Geistersteine genommen, verfällt sie in Raserei. Ihre Haare verwandeln sich dann in von Anima durchsetzte geisterhafte Schwingen und sie greift jeden an, der ihr zu nahe kommt. Die Ubume gleicht einem Vogel und wird daher oft mit Kokakucho, einem Yokai aus chinesischen Sagen, gleichgesetzt. Okay. Ja. Interessant. Wir bringen jetzt mal hier noch ein paar Opfer da. Ah, den kann ich nicht, weil er ausgerüstet ist. Ja gut, hier das weg. So, jetzt habe ich wieder 116.000 Amrita. Ich würde sagen, noch eine Nebenmission und dann habe ich garantiert wieder ein Level Up. Das heißt, wir machen morgen nochmal eine Nebenmission. Um dann mit Level irgendwas in die Hauptmission zu gehen. Auch wenn ich schon massiv über dem Level bin, ich will jetzt noch eine Nebenmission machen. Wahrscheinlich mache ich... Was mache ich? Der kultivierte Unterwäldler. Das klingt cool. Wir machen das morgen. Und dann sage ich mal für heute, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut. Tschüss.